ich habe in WG gewohnt und es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ich hatte so viele Freunde in Kiew und leider sie haben geblieben dort und jetzt habe ich keine Freunden hier, aber ich freue mich, dass ich habe so gute Gruppe in Sprachkurse und es ist sehr schön, dass wir auf Ukrainisch sprechen können, ja, und es ist leichter zu integrieren in deutsche Kultur und ja, ich konnte sehr gut Deutsch verstehen, aber kein Wort auf Deutsch sagen. So ich konnte nur Guten Tag, danke sagen. Ja, wir müssen üben jeden Tag. Und wenn ich weiß, wo Milch ist und wo gibt es einen Rabatt zum Beispiel, egal, ich komme zu einer Mitarbeiterin und ich frage sie, wo gibt es ein Robot, ich möchte etwas finden. Also ich jedes Mal und ja, ich probiere meine Sprache verbessern. Ich habe meinen Unterricht am Frühmorgen. So, ich stehe um 7 Uhr auf und meine Uni dauert bis 12 Uhr und dann habe ich noch 40 Minuten zu essen etwas und gehe zur Haltestelle und hier fahren. Und dann habe ich 5 Stunden Sprachkurs und gehe ich nach Hause zurück und soll ich meine Hausaufgaben machen für Uni, für Sprachkurs und mein Kopf ist ja, es ist sehr schwierig. Aber ja, alles gut. Ich möchte hier studieren. So, aber ich möchte auch in Kiew weiter online studieren, so vielleicht werde ich online machen und hier auch. So, ich möchte 2 Bachelor Degree haben, ja, und ich finde, dass es wird gut. In Deutschland, in Leipzig, in Universität Leipzig, gibt es eine Master Degree, ja, also es heißt Geografie und Stadtplanung. So, ich möchte es studieren, weil es wird so populär in der Ukraine, so wir können alle Städte aufbauen, ja, und neue Gebiete in alle Städten planen und ich glaube, dass meine Degree in Deutschland wird auch in der Ukraine sehr nützlich sein.